Liebe von ich ist euer Steinwallen. Endlich ist es soweit. Nach Jahren, ich glaube, man kann sagen, nach Jahrzehnten der Vorbereitung des Kampfes, der Konflikte, der Kriege, ist Jaromar nun in der Lage, seine Religion zu reformieren. Er ist mächtig genug. Er hat die heiligen Stätten in seinen Besitz gebracht und er hat vor allem, ich nenne es mal, religiöses Ansehen errungen, Frömmigkeit, dass man ihm auch zutraut, so etwas umzusetzen, dass er das gemeinsam mit seinen Priestern hier im Reich einführen kann. Und ich erinnere nochmal an die Motivation. Eine Urkatastrophe war es, die er erlebt hat, nämlich den Angriff der gesammelten katholischen Christenheit. Und das hat ihn besonders beeindruckt. Eigentlich zersplitterte, teilweise miteinander im Kampf liegende Länder haben sich vereinigt, um gegen ihn anzugreifen, unter der Führung des Papstes, der auch noch selber, glaube ich, den Kreuzzug persönlich angeführt hat. Also das war schon für ihn ein Schlüsselerlebnis und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt an die Reformierung geht. Ich will gleich vorweg sagen, viele, viele von euch haben bei diesem Thema immer wieder geraten, dass wir dahingehend reformieren sollen, dass wir sozusagen gute Beziehungen aufbauen können zu Christen. Das ist spielerrational. Mit Sicherheit wäre das jetzt der beste Weg. Einfach damit zum Beispiel wir auch in andere Länder heiraten können, damit wir dort Bündnisse schließen können mit orthodoxen, mit christlichen Reichen. Aber, liebe Leute, glaubt ihr wirklich, dass er Sympathie für Jesus Christus jetzt hier aufbaut? Das wäre die Voraussetzung, wenn wir über Synkretismus sprechen. Darum geht es nämlich hier in diesem Punkt, christlicher Synkretismus. Jesus von Nazareth mag nicht wirklich göttlich gewesen sein, doch er war dennoch eine aufrechte und tugendhafte Figur. Wir sollten seine Lehren ehren und respektieren. Glaubt ihr das wirklich, dass Jaromar dies so sieht? Ich bezweifle es hochgradig. Nein, wir werden hier nicht den kooperativen Weg, den vielleicht auch rationalen Weg gehen des christlichen Synkretismus, auf keinen Fall. Das passt nicht zu der Vorgeschichte, das passt auch nicht zu seinem Charakter, ehrgeizig, sadistisch und gierig. Nein, er hat gesehen, seine Religion ist unterlegen, ist nicht konkurrenzfähig und außerdem ist er sozusagen selbst von sich so dermaßen überzeugt, dass er ein paar sehr wesentliche Änderungen jetzt einführen wird und diese Religion komplett anders zuschneiden wird. Und zwar wie? Das Erste, was wir verändern werden, also jetzt geht's zur Sache. Das Erste, was wir verändern werden, wir werden unsere klerikale Tradition verändern. Er hat die Nase voll von den Priestern oder wie sie sich hier nennen im Slawischen. Er glaubt, dass die Macht in einer Hand liegen sollte, dass das das Einzige ist, was zählt, dass es nicht irgendwie so eine Nebenmacht geben sollte, mit der man irgendwie sich arrangieren muss. Das passt nicht zu ihm. Das will er nicht mehr. Das betrifft natürlich auch alle anderen Adligen, die jetzt Priester im Reich haben. Laienpriester wollen wir einführen. Weltliche Herrscher kontrollieren ihre eigenen Tempelbesitztümer direkt und erhalten alle damit einhergehenden Vorzüge. Damit auch alle Mittel, die die Tempel so geben. Auch ein hingebungsvoller Anhänger ist durchaus in der Lage, die Doktrin unseres Glaubens zu verstehen, ihnen zu folgen und sie zu predigen. Also er ist nicht davon überzeugt, dass wir Priester, dass wir eine spezielle Kaste brauchen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass er sozusagen den Katholizismus in einem Punkt nacheifern wird, weil er das als das Beeindruckendste empfunden hat, nämlich, dass es ein Glaubensoberhaupt gibt, das die Macht hat, gewissermaßen sammeln zu wirken, alle zusammen zu rufen. Das hat ihn schwer beeindruckt. Aber in der Konsequenz, dass er eben keine zweite Macht im Staate dulden will, dass er alles am Ende auf sich zuschneiden will, darum geht es ihm, mit seinen Eigenschaften, wird er ein weltliches Glaubensoberhaupt einführen. Und das bedeutet, wir schauen es uns nochmal an, das bedeutet, dass das Spirituelle und das Körperliche sind untrennbar miteinander verbunden, gänzlich und unteilbar. Es wäre töricht, zwei Anführer für ein Reich zu haben. Genau, das ist das, was er denkt. Und das bedeutet auch, dass die Position des Glaubensoberhauptes dem Gründer des Glaubens verliehen und dann beim Tode an seinen Haupterben weitergegeben wird. Er
ist der das Glaubensoberhaupt. Natürlich, wer auch sonst. In seiner Logik kann es niemanden anderes geben. Wenn der Glaube große Religionskriege führt, kann das Glaubensoberhaupt diese lenken und das jeweilige Kriegsziel auswählen. Das ist relevant, wenn es mehrere Staaten gibt. Dann wird das, glaube ich, besonders mächtig. Aber ich glaube tatsächlich, wir können, auch wenn wir reformiert haben, große Religionskriege führen. Nun gut, ob das noch eine Rolle spielt, das ist, glaube ich, jetzt nicht sein großes Ding. Er ist kein religiöser Eiferer. Er macht das aus wirklich machtpolitischen Motiven. Okay, das sind die ersten Schritte. Aber auch hier bei den Grundsätzen wird es nicht bleiben können. Und zwar, 2 von 3 werden verändert werden. Das erste ist die geheiligte Natur. Das ist für ihn altmodisch. Das ist sozusagen die alte Zeit. Er glaubt nicht daran, dass das Göttliche irgendwie in der Natur zu finden ist. Das wäre auch zuwider irgendwie mit dem, was er jetzt hier entschieden hat. Nein, nein, also diese Zeiten sind vorbei. Das ist das, was auch diesen Glauben nicht konkurrenzfähig gemacht hat. Nein, er geht in Richtung Kommunion. Unsere Rituale sind nicht nur einfach symbolisch, vielmehr finden sie in unmittelbarer Anwesenheit des Göttlichen statt. Wer sich uns nicht bei diesen Praktiken anschließen kann oder will, kann auch kein wahrer Gläubiger sein. Und das heißt also in direkter Beziehung zum Glaubensoberhaupt, der er ja selber ist, darum geht es. Charaktere können Ablässe von ihrem Glaubensoberhaupt erbitten und dabei Gold zahlen, um es gegen Frömmigkeit einzutauschen. Charaktere, die durch ihre Taten Verbrecher werden, können Ablässe erbitten, damit diese ihnen vergeben werden. Das heißt, wir haben die Macht, er hat die Macht, dass er sozusagen, ja, dass er Ablässe bezahlt bekommt als Glaubensoberhaupt und bestimmen kann, sozusagen, wer wem verziehen wird und wer nicht. Eine weitere Machtkonzentration. Das ist das, worum es ihm geht. Und das passt sehr gut, finde ich, zu seinem gierigen Charakter. Klerikale Glaubensoberhäupter können andere Charaktere ihres Glaubens exkommunizieren. Gut, wir haben keine klerikalen Glaubensoberhäupter, deswegen geht dieser Punkt nicht. Aber dennoch, die Kommunion werden wir einführen, macht ehrlich zu einer Tugend und hinterlistig zu einer Sünde. Interessanterweise. Gut, das wäre die Kommunion. Aber damit ist es noch nicht zu Ende. Bisher haben wir die Ritualfeste, Feste der Gemeinschaft. Ja, das ist für ihn am Ende Ringelpiez mit Anfassen. Das findet er ebenso unpassend wie diesen Naturglaube. Nein. Das war jetzt eine Sache, die jetzt im Jetzt, wovon er im Jetzt profitiert. Aber was passiert denn nach seinem Tode? Er möchte nicht in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grunde werden wir Ahnenverehrung einführen. Unsere Ahnen wachen aus dem Jenseits über uns. Sie führen uns und zeigen uns den Weg voran. Dafür müssen wir respektieren und ehren. Und da nun in dieser neuen Religion die Krutois gleichzeitig die Glaubensoberhäupter sind, heißt das natürlich, dass sozusagen die toten Krutois ebenso eine besondere Verehrung verdienen. Sie haben fast einen gottgleichen Status. So würde ich das fast interpretieren. Also er will auch für Anerkennung nach seinem Tod sorgen. Deswegen werden wir also die Ahnenverehrung einführen. Als Teil unseres neuen Glaubens. Prestige für Neugeborene durch die Prachtstufe. Er erhöht sich um 100%, Prestige bei Heirat durch die Prachtstufe ebenfalls und der maximale Meinungsbonus durch lange Herrschaft erhöht sich. Charaktere dieses Glaubens erhalten einen zusätzlichen Bonus nach erfolgreichem Abschluss einer Pilgerreise und Slowianskaner haben eine noch bessere Meinung gegenüber engen Verwandten. So, dieses hier allerdings, dieses behalten wir, die Gemeindeverflechtung. Das ist mit Bewusstsein geschaffen, denn für ihn ist tatsächlich dieser Glaube eng mit seiner Kultur verbunden und wir sind sozusagen so ein bisschen isoliert in der Welt und dieser Punkt soll noch gestärkt werden oder gestärkt bleiben. Aus diesem Grund bleibt die Gemeindeverflechtung und damit haben wir unseren neuen Glauben ja gestaltet,
Alles andere werden wir so lassen, wie es ist. Wir wollen jetzt nicht unendlich viele Änderungen durchführen. Es muss auch noch erkennbar werden. So, und jetzt ist es natürlich interessant, was passiert jetzt hier mit den Vasallen? Wer tritt über und wer nicht? Prinz Kauer natürlich. Dann unser Marschall, der Graf von Pleskau, diverse Bürgermeister, Herzog Chimon von Samogitia, Herzogin Glenis, die Neue, ebenfalls noch weitere Bürgermeister, ein Graf in Samland. Und hier sind die, die nicht konvertieren werden. Unter anderem Graf Vincenti. Das ist allerdings ein bisschen schade. Die Frage ist, ob wir ihn nicht noch durch ein Geschenk auf unsere Seite bringen können. Das fände ich nämlich gar nicht so schlecht. Der ist noch relativ mächtig. Bei den anderen, Zirkipania, das ist gar nicht so schlecht. Das ist in unserem Herzogtum. Da können wir mal ein bisschen aufräumen. Und dann natürlich die Mächtigen. Herzog Leszek, Radomir und Rycheca, die sind nicht mit dabei. Übrigens auch Graf Krezimir von Varnavia und ich glaube auch der Graf von Rana, das passt auch hervorragend, denn da können wir uns denn das dritte Heiligtum direkt unterordnen. Denn der alte Glaube ist fehlgeleitet. Fehlgeleitet ist nicht so schlimm, muss man mal sagen. Also es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn nicht alle konvertieren, denn die Charaktermeinung ist nur dadurch minus 10. Und der maximale Gemeindemeinungsmalus minus 15. Und wir können Titel übernehmen. Das ist das, was wir sicher jetzt tun werden. Also die nächsten Jahre werden wir vermutlich damit verbringen, diesen Glauben erstmal hier vernünftig durchzusetzen. Ich will aber hier noch einmal rausgehen, weil ich mal gucken will, ob wir Graf Vincenti nicht auf unsere Seite bekommen. Wir gucken mal hier, wie diese minus 5... Ah, er ist ein religiöser Eiferer. Das ist natürlich ein Problem. Wir können aber die Meinung noch hochbekommen. Das müsste eigentlich gehen. Wir werden mal ein Geschenk schicken. Gewinnt 13. Okay. Für 100. So. Das hat jetzt noch nicht aktualisiert. Ich lasse mal weiterlaufen. Bin mir nicht sicher. Wir gehen mal raus. Es müsste eigentlich was verändern. So, hat er sich Gott sei Dank gemerkt. Wir gucken mal hier. 12 von 24. Ja. Es hat, glaube ich, was gebracht. Hervorragend. Das heißt, wir werden mit Geschenken noch ein bisschen was machen können. Die Frage ist, ob wir nicht bei den ganzen... Obwohl, die Bürgermeister sind eigentlich relativ egal. Den hier, den werden wir mit Absicht nicht konvertieren, weil das ist ja... Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Ihr merkt, es muss jetzt alles sehr gut überlegt sein. Ne? Das ist Teil von Mecklenburg. Genau, da wollen wir endlich mal konsolidieren. In unserem Hauptherzogtum werden wir Gelegenheit nutzen, um unsere gesamten Grafschaften uns jetzt erstmal unterzuordnen. Okay, ich gucke hier nochmal weiter. Das wollen wir so lassen. Gräfin von Pomesanien, minus 24. Das kriegen wir vermutlich mit einem Geschenk nicht hin. Das, glaube ich, kann man schon mal sagen. Plus 13 Meinung, nee. Dann hat sich das in diesem Moment erledigt. Die Hälfte unserer Vasallen wird direkt konvertieren, die Mächtigen nicht. Wir werden reformieren. Das ist jetzt echt ein großer Moment. Okay. Also, die Glaubensgrundsätze können nicht mehr geändert werden, sobald der Glaube reformiert wurde. So. Damit haben wir einen organisierten slawischen Glauben erstmals. Und das bedeutet Folgendes: Ein organisierter Glaube hat eine religiöse Hierarchie, Verehrung und Praktiken sind strukturierter und die heiligen Schriften formalisiert. Heidnische Glauben mit der Doktrin unreformiert werden durch die Reformierung organisiert, während andere Glauben immer als organisiert gelten. Wir waren heidnisch, jetzt sind wir organisiert und das bedeutet, dass wir jetzt auch nicht diesen Meinungsmalus mehr haben von minus 20 gegen alle anderen unseres Glaubens. So, jetzt erwarte ich natürlich die... ich weiß gar nicht, sind die jetzt alle schon übergetreten? Das ist jetzt ein Moment, wo wir jetzt ein bisschen gucken müssen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir liegen jetzt über der Domänenschwelle, weil natürlich jetzt unsere Kirchen in unsere Hand geraten sind. Okay, das ist jetzt... das ist jetzt eine lästige Angelegenheit. Wie lösen wir das denn jetzt am besten? Die Tempel, ja genau. Die Tempel gehören uns im Moment. Aber meines Erachtens sollten wir die natürlich abgeben. Einfach weil wir nicht so viel haben können. Wir können das einem niedrigen Adligen verleihen.
Bleiben die dann, heißen die dann Barone? Wir machen das mal spaßenshalber hier. Avascare, wir gucken mal. Nein, doch, der heißt Baron. Ernsthaft? Okay, also. Tempel werden jetzt auch von Baronen geführt. Die slowenskanische Reformation. Endlich habe ich es geschafft, alle wichtigen Schrätzi der Welt zu versammeln. Nun können wir über unsere Glaubensgrundsätze sprechen und eine offizielle Doktrin festlegen, die unseren Glauben in die Zukunft führen wird. Diese Schrätzi haben Slowenska Pravda zum einzig wahren Glauben erklärt und sie erbitten die Hilfe von Geistern, damit diese die Gläubigen durch diese turbulenten Zeiten führen. Ich habe mich entschlossen, diese aufstrebende slowenskanische Bewegung persönlich anzuführen und so den Titel Obervolkov angenommen. Diesen erhabenen Posten werde ich an meine Nachfahren weitergeben. Die Welt wird sehen, dass Rott uns bevorzugt. Unsere Götter sind natürlich noch unsere eigenen. Großartig. Okay. So, jetzt müssen wir aber schleunigst dafür sorgen, dass wir die Besitztümer loswerden. Kann man das irgendwie möglicherweise mit einem Schlag machen? Oder gibt es noch sinnvolle Möglichkeiten, die anderen Leuten zu geben? Ich glaube, das muss nicht sein. Nee, das machen wir selbst. Ich will aber eine Sache mir jetzt nochmal angucken. Wartet mal. Was ist denn das hier? Slowianskanischer Hochrat. Ah, okay. Das ist quasi unser zusätzlicher Titel, den wir jetzt erhalten. Ja, okay. Hier sieht man dann einfach, wer Nachfolge automatisch wird. Der ist quasi mit unserem Haupttitel, denke ich mal, verbunden. Gilt aber als Herzogstumstitel. Ich hoffe, der zählt dann aber nicht. Also, zählt er? Nee, ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen perfide, wenn der jetzt als dritter Herzogtumstitel zählen würde. Okay, Leute, dann haben wir jetzt ein bisschen Fleißarbeit vor uns. Haben wir sonst irgendwelche wichtigen Sachen? Nein. Dann müssen wir jetzt erstmal diese Tempel loswerden. Wir werden jetzt überall niedere Adlige bestimmen, die das Ganze anführen werden. Die großen Sachen, da haben wir noch was anderes vor. Also bei den Leuten, die jetzt nicht übergetreten sind. Okay. So, 10. Einen noch, ne? Genau. Alles klar. Ne, 9 von 8. Wir können nur 8 haben. Oh, da hat sich irgendwas verändert. Warum eigentlich? Wir hatten sonst immer 9. Warum liegen wir über der Domänenschwelle? Da müssen wir dann noch was klären. Das führt jetzt noch ein bisschen weiter. Da werde ich aber vorher noch was anderes. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir müssen jetzt ein bisschen in unserem Reich aufräumen. Als erstes würde ich sagen, wir besorgen uns jetzt hier den Titel in Rana, weil dort das Heiligtum ist. Das wird jetzt so eine zukünftige Doktrin werden, dass wir immer direkt die drei Heiligtümer selber führen. Das ist Staatsdoktrin. Dazu gehört natürlich Rana. Sie sind noch altslowianskanisch. Wir können, nee, das werden wir in jedem Falle ihnen abnehmen. So, Grafschaft von Rana. Das gilt aber als Akt von Tyrannei. Hätte ich jetzt nicht... Ah, okay. Okay. So einfach geht's also nicht. So einfach geht's also nicht. Trotz, also durch die Reformation ist es nicht so, dass das quasi als anderer Glaube gilt. Wir können es machen, aber nur als tyrannische Aktion. Ich würde mal sagen, als Ausnahmegeschichte werden wir das in diesem Falle tun. Ansonsten nicht. Wir haben aber trotzdem ein Problem mit unseren Domänen, das wir erstmal klären müssen. Jetzt müssen wir gucken. Also, welche würden wir im Zweifel abgeben? Kissinia auf keinen Fall. Schonen vielleicht. Botrizia nicht. Möhre vielleicht. Bornholm vielleicht, ja. Diese könnten wir abgeben. Blekinge, ich denke, in Schweden müssen wir abgeben. Ja, wir könnten das unserem Sohn einfach geben. Das wäre eine Möglichkeit. Wobei ich da auch noch anderes vorhabe. Ich wollte eigentlich warten bis... Ja, aber ich denke, wir geben das unserem Sohn. Das ist ganz gut. Der kann dann schon mal Regierungserfahrung sammeln. Machen wir das. Wir müssen ihm 2 geben, sonst passt das nicht. Der hat ja bisher noch gar keinen Titel. Also, Titel vergeben. Warum kann ich das nicht?
Ah, okay. Ihm kann ich nur Dinge geben, die er auch sowieso erben würde. Ah, das ist natürlich unangenehm. Daran habe ich nicht gedacht. Er würde die Grafschaft Danzig erben. Wir besitzen die Grafschaft Danzig? Das war mir jetzt gar nicht bewusst. Okay, Leute, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, ne? Ein bisschen Geduld. Wieso können wir ihm die Grafschaft Danzig geben? Die haben wir doch gar nicht. Ach, hier sind noch weitere Titel, die ich glaube ich. Plus drei haben wir hier noch. Natürlich. Block A und Danzig. Okay, gut, dann ist das Erste, was wir machen, wir geben ihm Danzig. Das ist in Ordnung. Wir könnten unserem anderen Sohn auch schon was geben. Dann wären wir das los. Das, was sie eh erben werden. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Gut. Titel vergeben. So. Und dann bekommt er. Dadurch kann leider auch ganz schön was durcheinander kommen. Aber wir geben ihm mal die Grafschaft Möhre. So. Dann holen wir uns Rana und werden halt jetzt mal Tyrannei in Kauf nehmen. Als Ausnahmefall. Titel aberkennen. Grafschaft von Rana. Ja, also es kann nicht sein, dass jemand, der nicht unserem neuen Glauben angehört, hier eines unserer Heiligtümer besitzt. Wir haben kein Druckmittel. Das wird zum Krieg kommen. Jetzt ist die Frage, wer kämpft an seiner Seite? Wartet mal. Das ist ein Problem. Prinz Rodulwart, Prinz Radomir, Graf Tschibor. Eieieiei. Okay, Leute. So geht's nicht. Wir müssen versuchen, irgendwie ein Druckmittel zu bekommen. Bekehrung verlangen könnte annehmen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja selber Rana haben. Insofern, ja, müssen wir anders vorgehen. Also so geht's nicht. Die Frage ist, finden wir ein Druckmittel, wenn wir den direkt dorthin schicken? Oder als Vasall ist er eigentlich an unserem Hofe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei Grafen auch so ist. Wir versuchen es mal. Das muss noch ein bisschen hinten anstehen, diese Geschichte. Gut. Wir gucken mal, was jetzt erstmal passiert. Ob jetzt irgendwelche ganz gewaltigen Dinge geschehen. Wir können ja mal zur Beruhigung mal wieder das tun, was wir in der Vergangenheit auch gerne mal gemacht haben. Ab und an mal einen Katholiken verbrennen. Graf Ludwig. Was würde er uns bieten? 50. Das ist uns zu wenig. Okay, machen wir das mal. Scheiterhaufen. So, die Reformierung ändert natürlich nichts an seiner sadistischen Grundhaltung, ganz klar. Im Übrigen, wir haben jetzt ziemlich viel Geld gesammelt. Es wäre jetzt natürlich ein cooler Akt, noch etwas anderes zu tun, quasi als Bekräftigung dieser Sache. Nämlich im Block haben wir ja die Möglichkeit, ein Sondergebäude zu errichten. Und zwar ein Großtempel. Kostet uns 1000 Gold. Die heilige Stätte in dieser Gegend zieht die Gläubigen in Scharen an. Ich denke, das passt quasi als Dokumentation dieses Wechsels. Ansonsten würde ich das zukünftig allerdings nur Charaktere machen lassen, die religiöse Eiferer sind. In diesem Falle scheint mir das aber was Besonderes zu sein. Ihr seht es, Träger des Besitztums profitieren in hohem Maße davon. Auch das ein Grund, warum wir die Heiligtümer selber behalten wollen. 5 Jahre dauert die Errichtung. Wir werden damit beginnen. Wir geben diese 1000 aus. Ja. Ich denke, ein würdiger Anlass. Wie ist es eigentlich? Ist der Moment gekommen, wo wir vielleicht sogar eine Pilgerreise machen können? 1215 geht es erst wieder. Oh, das sind ja noch 9 Jahre. Eine lange Zeit. Tomasch braucht einen Vormund. Und die Frage ist, wer das werden soll. Ich denke. Den Ratsprediger haben wir nach wie vor im Übrigen. Das finde ich bei ihm ganz passend. Das ist übrigens gewechselt, weil. Also er ist ja relativ gebildet und nachdenklich. Das ist gewechselt, weil unser Freund gestorben ist. Ich denke, wir machen das mal. Finde ich gut. Vorschlag abschicken. Okay, Kind wird unterrichtet. So, wir sehen im Übrigen, dass unsere Soldatenzahl gesunken ist. Ah, Schibor ist gestorben. Unser Marschall, das ist schlecht.
Sehr schlecht. Wir brauchen einen neuen, ne? Natürlich brauchen wir einen neuen. Und wir haben mit Sicherheit nicht so einen großartigen, wie wir in ihm verloren haben. Wir haben einen ziemlich talentierten Bürgermeister, der gleichzeitig auch Champion ist. Das würde ganz gut passen. Ja, alle anderen sind zu schlecht. Das ist schon wichtig. Und dieser Typ ist auch Glaubenskrieger. Ach stimmt, das war der, der auch schon in Schlachten gekämpft hat. Für uns als brillanter Stratege, glaube ich, ein guter Mann. Soll er das machen? Okay. Gut. Als nächstes müssten wir investieren, dass wir hier unser Kriegsvolk auf die Normalgröße bekommen. Ob wir uns jeweils Größe 8 leisten können, weiß ich nicht so genau. Wir wissen, dass da jemand ungläubig ist, aber das ist keine große Überraschung. Das war ein Glücksfall. Was Lava. Nur ein Gast. Toll. Hilft uns nichts, diese Information. Okay. So, und damit ist Jarmila leider gestorben. Sie war ja kränklich, die Kleine, die Letztgeborene. Und Leszek ist auch verstorben. Oh, jetzt passiert ja einiges. Ich hatte so viel Hoffnung für dich, mein liebstes Kind. Die Dinge, die du lernen solltest, erleben solltest, tun solltest. Dir standen so viele Möglichkeiten offen. Ein ganzes Leben wartete auf dich. Vielleicht hättest du eines Tages selbst Kinder gehabt, aber jetzt wird nichts davon mehr passieren. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ihn das so tief betreffen wird. Na gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, aber so schätze ich ihn ein. So, aber das ist jetzt ebenso wichtig. Herzog Leszek ist gestorben und jetzt ist die Frage, wer hat denn da jetzt was eigentlich geerbt? Also Herzog Kasimir hat Seeland geerbt. Das ist unser neuer Herzog von Seeland. Immer noch altslowenskanisch, aber wir werden hier gleich mal nachfragen und 39%. Ja, vielleicht können wir damit ein bisschen Geld auch noch nachhelfen. Bin mir nicht ganz sicher. 150. Ganz schön viel, was er da haben will. Aber ich würde sagen, wir fragen einfach mal nach. Druckmittel besitzen wir nicht. 39%. Na, mal gucken. So, und was ist mit dem anderen? Dann hat Herzog Petrus von Prutzen, also ist jetzt Herzog von Prutzen, viele, viele neue Herzöge, an die wir uns jetzt erstmal gewöhnen müssen. Zudem haben wir keine sonderlich gute Meinung. Könnte annehmen. Ohne Prozentzahl. Gut, er ist verschreckt. Vielleicht ist das der Grund. Wir fragen mal. Mal gucken, was sie fordern. Fragen schadet ja erstmal nichts, hoffe ich zumindest. Und haben wir noch einen anderen Herzog? Ja, den Herzog von Schleswig. Also die haben komplett die drei Söhne. Jeder hat davon einen Herzogtitel bekommen. Alles Kruthäus im Übrigen. Herzog Przemyśl von Schleswig. So, auch er als slowianskanisch. Auch bei ihm fragen wir mal. Und ich bin mal gespannt, was die antworten werden. Aber liebe Leute, diese Antworten auf diese Fragen, die werden wir in der nächsten Folge gemeinsam erleben. Und dann müssen wir sicher auch noch mal ein bisschen hier und da was sortieren. Was ist eigentlich jetzt... Ach so, Rana haben wir nicht gemacht. Wollte ich Rana nicht machen? Ach ja, richtig. Leute, genau. Da waren zu viele... Ja. Da waren zu viele Helfershelfer. Der Krieg wäre unangenehm geworden. Die hätten mindestens so viele Truppen wie wir gehabt. So einen riesigen Bürgerkrieg können wir uns im Moment nicht erlauben. Es kann aber sein, dass jetzt die Lage durch die neuen Herzöge sich irgendwie verändert hat. Also das müssen wir im Blick behalten. Vielleicht kommen wir da noch ran. Rana werde ich nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.